Moin und Servus zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal, Freunde. Ja, Freunde, heute gibt es mal wieder etwas ganz, ganz Besonderes für euch. Und zwar ein neues EAFC 25-Video. Die Weekend League, die erste Weekend League in diesem Jahr steht kurz bevor. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie geht man an die Sache ran? Ich denke mal, viele von euch da draußen sind ein bisschen angespannt. Ich natürlich auch. Große Ziel bei mir ist 15-0. Ihr habt vielleicht andere Ziele, aber man möchte die Ziele natürlich erreichen. Und um die Ziele zu erreichen, braucht man die perfekte Taktik. Ich habe das Ganze ein bisschen beobachtet, die ersten Tage, und man sieht hier und da natürlich Clips von Meta-Taktik und hier und Fünferkette und schieß mich tot. So eine richtige Meta-Taktik nach einer Woche kann man noch gar nicht rausgefunden haben. So, das ist schon mal der erste Fakt. Und zweitens dachte ich mir, komm Fabio, zock erstmal echt richtig viele Spiele und schau, welche Taktik dir am besten taugt. Und genau dafür ist das Video da, denn ich zeige euch meine Taktik, mit der ich in die erste Weekend League reingehen werde. Und ich kann schon mal so viel vorwegnehmen, es ist keine Fünferkettentaktik. Wenn ich euch dadurch ein bisschen helfen kann und ihr vielleicht auch dankbar seid, dass ich euch meine Taktiken zeige, lasst natürlich sehr, sehr gerne ein Like und auch einen Kommentar da. Für den Algorithmus ganz, ganz wichtig. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Würde ich sagen, starten wir rein. So, Freunde, das ist mein Team. Ist natürlich, ja, sehr, sehr gutes Team für die erste Weekend League. Aber habe natürlich auch mein 0 Euro RTG-Team, was ich dann natürlich auch immer streamen werde. Das heißt, bei mir geht es nicht nur um Pay-to-Win. Ich zeige auch, was man mit einer 0 Euro RTG schaffen kann. So, Freunde der Sonne, wir gehen in die 4-5-1 offensiv rein. Das ist meine Standardtaktik. Und wir fangen an mit der taktischen Voreinstellung. Die ist natürlich auf individuell. Formation 4-5-1. Spielaufbaustil, kurze Pässe. Ich lese mal vor, die Profis bieten sich eher als Passoption an, als eigene Läufe nach vorne zu starten. Dieser vorsichtige Ansatz ermöglicht die Defensivformation beim Umschalten länger beizubehalten. Das ist der Grund, warum ich das dann auch tatsächlich mache und weil mir einfach dieses Kurzpassspiel im Endeffekt besser liegt. Wenn ihr sagt, boah, nee, ist gar nichts für mich, macht es auf Balance. Wenn ihr sagt, boah, Konter ist meine größte Stärke, macht es auf Konter. Ich selber nehme kurze Pässe. Defensiver Ansatz habe ich auf Balance. Ich sehe natürlich viele Clips, wo man auf über 90 den defensiven Ansatz hat, um dann eben auch KI-gesteuerte Abseitsfallen zu provozieren und eben auch zu erhalten vom Spiel sozusagen. Das habe ich auch getestet, ist auch alles fein, aber ich glaube, dass der Balance-Ansatz mit wirklich einfach 50 Tiefe erstmal der humanste ist, um reinzukommen, um ein Gefühl dafür zu entwickeln. Und ich sage euch ganz offen und ehrlich, die erste Weekend League wird so viele Erkenntnisse rausbringen. Kann auch sein, dass ich nach der Weekend League eine ganz andere Taktik spiele, weil ich merke, okay, in der Weekend League selber komme ich damit vielleicht jetzt gar nicht so weit. Das ist aber die Taktik, mit der ich bis jetzt seit Start von EAFC 25 einfach am besten gefahren bin. Und dementsprechend zeige ich die euch. Mit der werde ich auch reingehen. Aber es kann natürlich sehr, sehr dynamisch alles werden. Es kann natürlich Änderungen auch geben. Die werde ich euch natürlich dann aber auch in Form von YouTube-Videos mitteilen. Gehen wir zu den Profi-Rollen, Freunde. Da haben wir beim Torwart ganz normal klassisch Torwart-Profi und Schwerpunkt auf der Verteidigung. Ich weiß nicht. Also, ich habe hier und da mal ein bisschen mich rumprobiert, aber das ist mir alles ein bisschen zu heikel, muss ich sagen. Auch Torwart Libero, dann der Torwart soll einfach im Tor bleiben. So, da fühle ich mich persönlich einfach am besten. Bei den Innenverteidigern, auch da habe ich es probiert mit Vorstopper und mitspielender Verteidiger, aber das war mir alles sehr, sehr riskant. Deswegen habe ich einfach hier auch auf Verteidiger Profi bei Van Dijk und auch auf Verteidiger Profi bei Saliba. Der hat sogar 2 grüne Plus. Das heißt, der übernimmt diese Rolle sehr, sehr gut und der Fokus liegt ganz klar einfach auch auf der Defensive. Dann kommen wir zu den Außenverteidigern und auch hier haben wir die gleichen Einstellungen. Wir haben sowohl bei Mondi als auch bei Walker Flügelverteidiger Profi auf Balance. Hier gibt es viele, viele andere Optionen, die ich auch alle getestet habe, aber ich muss euch sagen, Flügelverteidiger Profi war für mich das Beste bei dem Außenverteidiger, weil, ihr seht es selber, dank seiner Vielseitigkeit und Ausdauer kann er nach vorne rücken, um Angriffe zu unterstützen, kehrt dann aber auf seine defensive Position zurück und das ist schon wichtig, dass ihr Außenverteidiger habt, die am Ende des Tages auch wieder dann auf der Außenverteidigerposition stehen und halt nicht die ganze Zeit offensiv sind. Ich hatte zum Beispiel den Fall, dass ich mal hier offensiver Verteidiger zum Beispiel probiert und ich habe gemerkt, selbst auf Balance, wenn er nicht auf Angriff ist, der steht mir einfach einen Ticken zu hoch. Und ich mache es sowieso häufig, dass ich mit L1 meine Spieler selber
in die Offensive schickt. Das heißt, ich schalte meine Außenverteidiger manuell mit ein, indem ich in deren Richtung schaue, L1 drücke und dann starten sie nach vorne. Und das ist auch das, was ich euch absolut empfehlen kann. Deswegen hier Flügelverteidiger-Profi auf Balance. Kommen wir nun zu unserer Zentrumsposition. Patri Guijarro habe ich da. Eine sehr, sehr, sehr gute Karte, die auch wirklich nicht viel kostet. Kann ich euch nur ans Herz legen. Hier haben wir den tiefstehenden Motor mit dem Fokus, der automatisch schon eingestellte Schwerpunkt Verteidigung. Auch da gibt es ganz viele andere Optionen, aber ich brauche, und das habe ich auch in den letzten Jahren immer gehabt, ich brauche einen Sechser, der vor der Kette steht, der auch vor der Kette bleibt. Der kann natürlich gerne den Spielaufbau übernehmen, so steht es auch hier in der Rolle, die Angriffe einleiten, aber ich möchte für die Konterabsicherung und einfach, dass ich jemanden vor der Kette habe, einen Sechser immer da haben und das ist in dem Fall Guijarro. Kommen wir nun zu unseren Außenpositionen Rafinha und Hansen. Auch hier haben wir die gleichen Rollen und Schwerpunkte. Und zum einen ist es die Rolle Innensturm-Profi und der Schwerpunkt Balance. Ich habe hier sehr, sehr viel probiert, auch auf den Außenpositionen. Am Anfang war ich echt verzweifelt, weil ich hier Flügel-Mittelfeld-Profi hatte. Dann hatte ich Flügel und irgendwie habe ich das Gefühl, dass wenn man Flügel oder auch Flügel-Mittelfeld-Profi nimmt, dass die Position in der Offensive, aber auch in der Defensive sehr, sehr komisch ist. Also die kleben dann halt eben einfach auch nur am Flügel. Ich meine, es ist ja auch deren Rolle, aber das möchte ich nicht. Also ich will Außenspieler haben, die natürlich die Außen besetzen, aber sie sollen schon auch mitmischen im Zentrum. Und am Ende des Tages, das Tor steht einfach in der Mitte des Spielfeldes und da sollen die dann auch schon reingehen. Und ich weiß nicht, ich bin keiner, der auf Flanken geht und die ganze Zeit nur die Außenlinie durchpacen will und dann halt eben flankt. Sondern die sollen auch schön in die Mitte ziehen und dann im Offensivspiel mitmischen. Deswegen hier Innensturmprofi auf Schwerpunkt Balance. Wenn man hier Schwerpunkt Angriff nimmt, dann sind die in der Defensive gar nicht vorhanden. Die sind nicht da, die helfen auch nicht in der Defensive und das hat mich defensiv sehr, sehr gebrochen, weil ich dann am Ende halt eben nur die Viererkette und den einen Sechser hatte und alle anderen waren irgendwo. Deswegen würde ich euch hier empfehlen, ganz klar auf Balance zu gehen. Dann kommen wir zu den beiden ZOM-Positionen und auch hier haben wir die gleiche Rolle und den gleichen Schwerpunkt. Also ihr merkt es, ich habe sowohl links als auch rechts immer die gleichen Rollen und Schwerpunkte gehabt. So fand ich es einfach am ausgeglichensten und so fühlt sich es einfach auch am besten auf dem Feld an. Wir haben hier zum einen die Rolle Motor und den Schwerpunkt Balance. Auch hier ist es so, wenn du den Schwerpunkt Bewegungsfreiheit nimmst statt Balance, dann ist der defensiv einfach nicht da. Und ihr seht es, bei Balance steht, falls nötig, defensive Unterstützung. Man braucht einfach ein paar Spieler, die so ein bisschen mitmischen und mit dem Schwerpunkt Balance schafft man das hier eben ganz gut. Motor, hier seht ihr selber, Profi, Kreativzentrum, Bewegungsfreiheiten, Räume schaffen, Torchancen herausholen. Bei Kontern befindet sich der Profi zumeist nicht auf der eigenen Position. Das fand ich tatsächlich eigentlich gar nicht so schlimm. Also der war, weil es hier auch eben steht, hat er defensiv unterstützt. Deswegen Dembélé und auch Bomati waren immer da, um die Gegner so ein bisschen zu stören. Halbflügel brauche ich nicht, weil ich habe meine Außenpositionen mit LM und RM. Deswegen brauche ich die hier nicht. Schattensturm-Profi war mir zu offensiv. Da ist der Schwerpunkt auch nur auf Angriff. Da kannst du gar keinen anderen Schwerpunkt wählen. Und es war mir viel zu riskant. Beziehungsweise in der Defensive waren die gar nicht mehr vorhanden und die standen dann nur vorne rum, das möchte ich nicht. Deswegen habe ich hier ganz klar die Rolle Motor und das empfehle ich euch definitiv auch. Dann haben wir unseren einzigen im Endeffekt Stürmer, Griezmann in dem Fall, auch überragende Karte, kann ich euch nur empfehlen. Stoßsturm-Profi ist die Rolle, Schwerpunkt hier. Ausnahmsweise ist der Angriff und nicht komplett, weil das ist sozusagen die Position, die einfach auch immer vorne bleibt. Egal, ob wir in der Defensive sind oder nicht. Diese Position kann ich immer anspielen. Griezmann ist immer anspielbereit und deswegen brauche ich ihn. Schwerpunkt Angriff, ganz, ganz wichtig. Stoßsturm-Profi, ihr seht es, vielseitig. Nähe der gegnerischen Abwehrlinie, bietet eine Passoption an. Passt halt auch zum Spielstil Griezmann, muss man auch sagen. Läufe hinter der Abwehr kommen tatsächlich gar nicht so häufig vor, nur wenn ich L1 halt eben drücke. Anspielstation könnte man nehmen, das wäre mir aber dann ein bisschen zu defensiv. Ich brauche wirklich einen Stürmer. Falsche 9, ähnliches Prinzip. Wäre mir auch zu defensiv. Knipser-Profi, das ist er auch nicht ganz. Der soll jetzt nicht nur in der Box hängen. Deswegen ist es hier eben dieser Stoßsturm-Profi, um einfach hier in der gegnerischen Abwehrlinie sich die ganze Zeit so ein bisschen zu bewegen und auf Lauerstellung zu sein. Also ihr braucht für diese Taktiken eine ganz normale Viererkette. Ihr braucht einen Spieler, der ZM spielen kann. Ihr braucht zwei Außenpositionen, LM, RM. Dann braucht ihr zwei ZOMs und halt eben einen Stürmer. Das ist die Formation ohne Ball und das ist die Formation mit Ball. Und ihr seht es,
Ich finde es genial. Ich finde es wirklich genial. Ich habe meine zwei Verteidiger. Ich habe meine Außenverteidiger, die schon auch ein bisschen leicht nach vorne mitmischen, aber auch nicht zu sehr. Ich habe meine Zentrumsposition, die vor der Kette bleibt. Und dann haben wir richtig brutales, kompaktes Vierer-Mittelfeld. So alle so ein bisschen auf Halbpositionen. Nicht ganz außen, nicht ganz im Zentrum. Und diese vier Positionen, die ergänzen sich einfach so gut in-game. Man kann so gut kombinieren, man kann Dreiecke schaffen und was weiß ich. Das macht echt richtig Spaß. Deswegen nehme ich hier, ja, eben diese Rollen. Und wichtig auch zu erwähnen ist nochmal, das ist keine goldene Formel. Das ist lediglich das, womit ich mich aktuell am besten fühle. Und das gebe ich euch weiter. Also probiert es aus, schreibt es rein, ob ihr damit klarkommt oder nicht. Ich komme damit überragend klar. Und dann kann ich euch auch eine Sache noch empfehlen. Nimmt auf LM und linken ZOM Linksfüße, wenn es geht. Und rechtes ZOM und RM Rechtsfüße. Weil Trivellas sind unfassbar overpowered und deswegen ist diese Formation auch so gefährlich, weil in diesen Halbpositionen kommen diese Trivellas am besten. Wenn ich hier zwei Linksfüße habe und hier zwei Rechtsfüße habe, dann sind die Trivellas eigentlich gar nicht mehr zu verteidigen, weil immer ein Spieler oder eine Spielerin in der perfekten Position steht, um eben hier die Trivellas anzusetzen, und damit schieße ich dann auch sehr, sehr viele Tore. Dazu wird dann auch noch ein Video definitiv kommen. Ganz kurz überfliegen wir hier nochmal die Pressing-Taktik. 3-4-1-2, Balance, Aggressivität. Hier machen wir ein bisschen schneller durch. Macht gerne einen Screenshot von den ganzen Rollen. Das ist meine aktuelle Pressing-Taktik. Aber ich sage euch ehrlich, auch da im Pressing muss ich noch ein paar Sachen lernen. Ob die Finale ist jetzt am Ende des Tages oder nicht, kann ich euch noch gar nicht sagen. Aber das ist meine aktuelle Pressing-Taktik. Da ist es natürlich wichtig, dann auch zu wechseln. Wir haben jetzt hier die Dreierkette. Das heißt, eigentlich muss man einen IV dann einwechseln für Walker. Man muss einen LM einwechseln für Mondi. Und man muss einen Stürmer einwechseln für Rafinha, damit die gelben Ausrufezeichen weggehen und die ihre Rollen und Schwerpunkte auch ganz gut einsetzen können. Ihr könnt gerne den Code hier auch nutzen, der da steht, aber ich habe gehört, mit den Codes gibt es immer wieder so ein bisschen Probleme, die laufen dann irgendwie ab. Wenn ich dann eine kleine Änderung vornehme, dann wird es bei euch auch vorgenommen, also macht gerne die Codes, aber ich sage euch ehrlich, lieber habt ihr die Rollen drin, die Schwerpunkte drin und wisst dann auch ganz genau, wieso, welcher Schwerpunkt und welche Rolle, und könnt es dann euch, eurem Team dann auch eben am Ende des Tages anpassen. Das war's von meinem Video, Freunde. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe vor allem, es bringt euch weiter. Macht es gut. Viel Fabius raus. Haut rein. Ciao.